Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 2014. Und ich habe es schon mal in einem anderen Video vor ein paar Wochen mal erwähnt, dass ich eben mir einen neuen PC gekauft habe und dadurch jetzt auch alle Spiele, die ich jetzt auf dem alten PC hatte, der jetzt bei meinem Bruder steht, dass ich jetzt eben alle Spiele, die mir gehören, auf dem PC gemacht habe. Und dadurch sind jetzt die Spielarchivstände leider von Fußballmanager 2014 leider auch, wie manche andere Speicherstände, nicht übernommen worden. Also beziehungsweise wurden nicht auf diesen neuen PC übertragen oder über mein Konto irgendwie gespeichert. Das heißt, wir müssen jetzt leider von vorne anfangen. Aber das ist ja kein Problem. Und zwar, wir haben ja letztlich angefangen mit einem eigenen Verein, den wir spielen können. Und ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, ich mach mal keinen eigenen Verein jetzt, weil das mit dem Erstellen und so alles einfach zu lang wird. Und deswegen spiele ich jetzt auf meinem PC, und zwar mal so ein neues Spiel. Und machen mal hier Karrieremodus. Ich würde gerne in der höheren Liga starten. Entschuldigung. Ja, das ist auch gut. Datenbank, ja. Länder, ja, habe ich konferiert. Brauchen wir jetzt alles nicht zeigen. Sonst dauert es einfach zu lange am Anfang. Und ja, wie gesagt, jetzt neuen PC, jetzt können wir auch wieder besser zu zweit aufnehmen. Das heißt, wir können jetzt, wir haben schon ein bisschen gespielt, deswegen bin ich Level 4. Das heißt, ich und Marcel könnten jetzt auch wieder, also wie gesagt, wir schon LOL können wir zusammen aufnehmen. World of Tanks könnten wir zusammen aufnehmen. Haben wir auch mal versucht, nur das war halt dann blöd, da war ich ein bisschen leise. Also Braunschweig will ich schon mal nicht, das ist schnell. Mainz wird mich jetzt anmachen. Mainz finde ich jetzt cool. Augsburg, klar, Augsburg wäre auch cool, aber Augsburg, ich würde jetzt fast sagen, hier, machen wir zwei Jahre in Mainz. Ja, eben nehmen wir LOL auf, Minecraft nehmen wir jetzt auf, ich habe jetzt auch Minecraft geholt, gekauft, was auch immer. Und jetzt können wir das mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Unteres Mittelfeld und dritte Runde. 32 Millionen Gehälter, 2,4 Millionen Transfer, 4,4 Infrastruktur und 1,1 sonstiges. Sponsoren sind unzufrieden. Ja, ich kann meins halt jetzt nicht. Ja, das sieht eigentlich schon besser aus, würde ich sagen. Mittel, ja, aber ja, komm, lass mal so. So wie die Voreinstellung ist, das ist gar nicht so schlecht. Ja, und zwar jetzt ist halt ein bisschen blöd. Jetzt sind halt alle die Speicherstände von Fußballmanager 14 halt einfach weg. Ja. Müssen wir einfach eine neue Herausforderung für M.MM Gaming. Auch geiler Name. Also abgekürzt so. Ja, und müssen wir es halt jetzt alles von vorne anfangen. Aber es würde nur sagen, macht ihr nichts. Jetzt können wir es nämlich durchziehen. So, und manche haben auch noch gefragt, also einer hat in den Kommentaren gefragt, warum wir den Fußballmanager 14 spielen, das ist ja jetzt schon 2 oder 3 Jahre her. Und zwar, ja, weiß nicht, ich habe es da schon drunter geschrieben, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erklärt, ich erkläre es einfach nochmal für die, die jetzt neu dazu gekommen sind. Und zwar, es gibt keine neue Version Fußballmanager mehr, weil, also Fußballmanager 14 ist schon mal die neue Version, das ist, gab so eine Limited Edition, wo es einfach nur die Karte aktualisiert hat und sowas. Und ja, deswegen hat sich, und dann hat sich EA eben gesagt, ja, wir machen jetzt kein neues Fußballmanager raus, weil wir nichts mehr verbessern können. So, shit happened, ja. Und dann würde ich sagen, das ist zumindest, das ist halt die Erklärung, warum wir, ja, eben nicht mehr, beziehungsweise halt eben nicht neue Versionen haben, spielen können. Und ich mag Fußballmanager persönlich ziemlich gern. Ich spiele es unglaublich gern und unglaublich oft. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ist zwar alt, aber scheiß drauf, ich let's play es, weil ich daran Spaß habe. Mir egal, ob das viele gucken oder nicht. Ja, das war's. So, dann fangen wir mal an. Ja, ich mache mal erstmal den Co-Trainer, dass der das alles macht. Das mache ich dann in der zweiten Saison dann alles schon ein. Für das Erreichen der nächsten Pokalrunde haben sie eine Prämie von 100.000 Euro eingenommen. Ah, dieses beinhaltet Fernsehgelder und Sponsorenzahlungen. Willkommen, das kann man sich alles mal durchlesen, da habe ich keine Lust, weil ich mich ja schon ein bisschen auskenne.
Mitgliedsbeiträge. Ihr Verein hat 355.000 aus Mitgliedsbeiträgen für die neue Version erhalten. Sie können versuchen, durch die Mitgliederkampagne die Anzahl der Mitglieder zu erhöhen. Dieses ist über den Finanzbildschirm zu erreichen. Der Verein besitzt bereits 14.185 zahlende Mitglieder. Scouting-Hinweis. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ja, gucken wir an. Alles Fragezeichen. Ja, gucken wir mal. 18, was steht da? Okay, Frauen, das heißt wir Männer. Wir spielen. So, wir scouten den jetzt mal. Mal gucken, was der so bringt. Neue Sponsorenangebote. Das kommen wir gleich noch. Künftige Neuzugänge. Okay. Wechselt am 1.1.14 zum Mainz 05 ein. Okay. Links au. Ne, rechts außen. Okay. Also, Saisonziele. Unteres Mittelfeld Saisonziele ist ja. Nicht schlecht. So. Dann, erste Mannschaft, mal gucken. Oh, Bilder an. Oh, Ede verletzt. Ich glaube, ich weiß warum. So, jetzt guck. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal. Wen haben wir denn hier? Okasaki Zimling? Den kenne ich jetzt gar nicht. Zimling, Müller, Schuppermutting, Soto, Baumgartlinger, Park, Noweski, Svensson, Postcheck, Müller. Wir haben noch Heinz Müller, oh je. Wettlo, Fati, ja, können wir. Bungert, Moritz, Geis, Mali, Sean Parker, Dani Shahin, Koch. Oh, cool. Sebastian Polter? Ah, okay, genau. Ha, wusste ich doch, dass ich ihn von daher kenne. Stefan Bell und Junior Diaz. Oh, das Ding. Ja, der ist auch nicht so schlecht, oder? Ah, ich dachte, der hat irgendwo besonders gespielt. Ah, keine Ahnung. Ich muss sagen, ja, okay. Obwohl. Schlecht ist eigentlich nicht gestellt, so. Wie lange ist der verletzt? Außenbandriss, 23.8. Boah, geht auch noch. Rechts haben wir können. Satz, schon ein bisschen blöd. Guck mal später mal. Zweite Mannschaft, komm an. Jo, nicht schlecht, nicht schlecht. Jugendmannschaft, alles klar. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich nehme jetzt einfach mal ein Stück auf und cutte dann die Folgen einfach auf 15 Minuten wahrscheinlich runter. So ist es einfach, deswegen in den ersten 3-4 Folgen werdet ihr jetzt halt nicht immer begrüßt, aber ich denke mal, das ist ja nicht so schlimm. Mal gucken, ob ich es dann so immer so mache, weil ich glaube, so am Stück aufnehmen ist einfach besser, dann hat man auch. Also, weiß nicht, dann habe ich halt. Warum spielt der heute Stürmer? What? Was? Das verstehe ich ja gar nicht. Erstmal hier Vertragsverhandlung. 58 ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Also, 200. Erste Mannschaft. noch einer. Was steht denn noch? Ihre Mannschaft ist zu alt? Ja, okay. Mal ein paar 18-Jährige. Gut, Vertragsverhandlung. Machen wir mal hier zweite Mannschaft. Machen wir den mal. Zweite Mannschaft. 51 ist jetzt nicht so stark. Denke, gut, ich mir nächstes Jahr. Machen wir mal so Vertragsverhandlungen. Obwohl, den kann ich eigentlich. Obwohl, ich bräuchte einen Rechtsverteidiger, gell? Ne, was aktuelle Saison. Und 2 Jahre 80.000. Ja. Machen wir noch. Ihre Mannschaft ist zu alt. Verstärkt auf die Jugend setzen. Ist klar. Jetzt haben wir noch eins. Das, ja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay. Jetzt gucken wir mal. Zweite Mannschaft haben wir dann guten Rechten. Rechtes Mittelfeld. Salah, 58. Joa. Der ist doch bestimmt auch gut, oder? Ah, er hat 57.
Nein, aber 57. Steven Levins. 22, 57. Ach komm. Nehmen wir den mal. Nehmen wir mal. Nehmen wir den mal kurz. Aktion. Erste Mannschaft verschieben. Dauerhaft. Machen wir es mal so. So ist gar nicht. Der hat doch mal. Der war bei Freiburg gespielt. Ach, wusste ich's doch. Der ist auch nicht so schlecht. Dann haben wir jetzt noch einen rechts. Dann haben wir jetzt noch einen rechten hier. Ja, ist zwar jetzt nicht so stark, aber hey. Muss ich schon wieder kein Geld ausgeben. Wir können Konditionen machen, alles klar. Machen wir mal Kondition. Also hier. Gruppe 2. Schiebt doch da rein. Jupp. Und Gruppe 3. Habe ich drei Gruppen, echt? Jetzt gehen wir nachgucken. Und das auch noch. Hallo? Geht doch rein. Ne, hier. Trainingsgruppen. Ah ja, echt drei Gruppen. Boah, in der dritten Gruppe sind vier Leute drin. Was ist das so? Darüber. Darüber. Aber ich nicht aktuell hier einmal raus. Haben wir noch die Außenverteidiger und hier DM, ZM und RM und. Wo habe ich jetzt eigentlich denn? Der ist gegangen. Ah, hier. Ah, der ist verletzt. Ah, und er spielt. Okay, gut. Genau. Genau. Individuell, das brauche ich erstmal nicht. Langfristig, das ist auch gut. Jetzt muss man ganz kurz. Zimling und Mali. Ah, der spielt eher ZM. 72. Das ist so. Ja, aber so schon nicht schlecht, finde ich jetzt erstmal. Das würde ich jetzt erstmal lassen. Teamdynamik. Brauchen wir jetzt erstmal noch nichts machen. Verträge können wir gucken. Heinz Müller. Gut, den würde ich jetzt nicht so. Oh lol, die sind ja richtig alt, Alter. Also Maxim Schubemoting würde ich. Wettlos ja auch so alt. Oh, da brauche ich einen neuen Keeper. Würde ich gern hier. Auf jeden Fall hier. Erik Maxim Schubemoting. Auch auf jeden Fall D2. Den auch verlängern. Bell auch verlängern. Ja, da würde ich eigentlich auch mindestens ein Jahr noch. Ha, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Weglo würde ich jetzt auch noch verlängern. Auf jeden Fall, aber dann würde ich mir noch eine Alternative suchen. Dann können wir gleich mal realistische Transfers. So. So. Stärke auch 1. Stellen wir es einfach schon mal vor ein. Können wir mal gucken, ob es irgendeinen interessanten Torwart gibt. Lukas Fabianski von Arsenal. Wie viel würde der denn kosten? 3,3 Millionen. Wie viel habe ich? 710. Na, wie ist das denn zuerst? 2, genau. Ich glaube, ich hole mir dann einen aus der Bundesliga. Das können wir auch trotzdem machen. So, der 2,5. Genau. Und ich werde wahrscheinlich einen aus der Bundesliga. Marvin Cooper? Ah, der hat mal bei Hoffenheim gespielt. Und Gladbach und Stuttgart, okay. Alles klar. Ich habe einen, der nicht mal im. Wer denn? Sie haben in einigen Bereichen, die nicht dem Standard entsprechen. Wahrscheinlich die zwei. Die Frage, kurz, jetzt gucken wir mal. Marketing Manager, Management. Mal hier, gucken wir mal hier. Mal gucken. Oh, das war ja jetzt klar. Infrastruktur, Bürogebäude, 500.000. So, kann ich das? Ich kann's noch. Bürogebäude habe ich jetzt ausgebaut, jawohl. Okay, das müssen wir später noch drum kümmern. Dann haben wir einmal den Ball. Schön. Zwei verschiedene kann ich gleichzeitig, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall die Fahne. Und fast noch den Schlüsselanhänger. Die zwei gleichzeitig, jawohl. Das muss man immer mal machen. Platzreife, Familie. Bin alleine. Und da habe ich jetzt auch noch nichts. So, dann gehen wir mal weiter. Hast du es fürs erste Mal schon? Und jetzt erste Training, jawohl. Also wir werden auf jeden Fall nicht absteigen.
Ich bleibe treu. Wir werden auf jeden Fall nicht absteigen. Voll das Problem, wir werden viel rotieren. Ich werde tolle Stimmung haben. Ja, das würde ich mal sagen. Ich setze nicht verstärkt auf die Jugend, weil sonst müsste ich meine komplette Abwehr austauschen. 19 Millionen habe ich noch.